Willkommen zu einer neuen Session von Borderlands 2. Wir machen mit der Hauptquiz gleich weiter. Wir sind hier, glaube ich, in den Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Frostburn Canyon. Doofe Gesundheitskacke immer. So, das war unser Sniper-Ding. Hey, war da nicht eben eine Kiste? Nice! Nice! Alter! Interessant. Ich bin der geilste Sniper. Ah, jetzt kommen die von oben. Okay, wenn die anderen beiden da oben sind. Ich werde dir nicht folgen. Money, money, money! Mal gucken, ob wir bei diesem Bosskampf sterben werden. So, ich glaube, ein weiteres Zeichen gibt es hier noch, aber es muss ja nicht unbedingt hier in der Höhle irgendwo sein. Na, schießt ihr auf mich? Was? Na. Glaub, es hackt. Mit zerquetschten Lungen zu atmen. Bist du stark? Oh. Puh.
So, zack. Da haben wir noch was. Ah. Hier unten war ja an sich nichts, aber... Oh, fuck. Ging's darüber? Nö, ey, was ist denn das für ein Weg? Der kommt mir gar nicht bekannt vor. Boah, ich mich erschrocken. Ich will mich doch nicht so erschrecken, ey. Ich meine, ich habe gehört, dass da was rauskommt. Da geht's ja auch irgendwo hin. Hm. Kein Zeichen, auch wenn ich hier wieder eins vermutet hätte irgendwo. ×32, ich nehme die mal mit. Was war das für ein Geräusch? Wow. Das ist ja ein Drecksvieh. Also diese Feuerpistole ist echt nicht von schlechten Eltern. Ne? Oh yeah. Nein, nicht wieder so ein Vieh. Cool. Ach, jetzt glaube ich, weiß ich, wo wir sind.
Aber trotzdem, ich glaube, den Gang haben wir nie genommen. Oh, nice. Fragt man sich immer, das sieht ja aus wie so eine Art Wal oder sowas. Jedenfalls mit einer Flosse hinten. Fragt man sich immer, was hier für Viecher gehost haben. Ja, das ist das hier. Okay, dann können wir mit der Hauptquest erstmal weitermachen, weil in die Ecke kommen wir ja so oder so wieder. Ich dachte, das wäre vielleicht noch ein geheimer Weg. Aber ist es ja im Prinzip nicht. Schade. Des Krieges des Firehawks gegen die Bloodshots verstehe ich endlich. Der Firehawk ist überall. Der Firehawk ist ein Gott der Gerechtigkeit, ein Gott der Vergeltung, des Zorns, des Todes und der Schönheit. Er beobachtet uns von oben und bestraft die Bösen. Wir müssen ihn verehren. Wir müssen ihn verehren. Wir müssen den Firehawk fürchten. Respektiert den Firehawk. Huldigt dem Firehawk. Okay, ich dachte eigentlich, das wäre jetzt hier Schild 4, aber irgendwie nö. Vielleicht war es schon Schild 3. Diese Lügerei! Du machst nur bissig meine Hände um deinen Hals. Ich möchte ein bisschen Muni. Was ist das für ein Geräusch? Als ob dann irgendwie eine Gasleitung langrufen würde. Oh yeah. Du denkst, der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Kein geheimes Zeichen. Die Frage ist, was nehmen wir jetzt? Jetzt kommt hier wieder so ein Badass-Fuzzi angelaufen. Kein gehabt. Oh. Kommt er dann? Was? 57? No way. Bringt ein bisschen Kohle. Ja. Nehmen wir erstmal mit. Noch ein Geschenk für mein kleines Spielzeug. Wie, noch einer? Niemals aufgeben!
Ich hoffe bloß, da kommt jetzt nicht noch ein dritter. Nicht, dass wir einen andauernd in grün da, in grün, in Großnetz da kriegen. Nee, scheinbar nicht. Wir müssten... hier weiter. Ein Zeichen haben wir hier scheinbar leider nicht. Aber es gibt hier erstmal ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.